ist 15 Uhr und das heißt für Sie Top-Produkte exklusiv für Sie zum Spitzenpreis von nur 15 Euro. Hier kommt die 15-15-Show. Von, haben Sie dieses Ding-Dong gehört? Ja, das war der Startschuss zur 15-15-Show am heutigen Tage. Und das bedeutet, wir haben in den kommenden 30 Minuten jeden Artikel auf gerade mal 15 Euro heruntergesetzt. Ganz gleich, was der eben noch gekostet hat. Und das Schöne ist, Sie dürfen sogar hier in dieser Schnäppchenshow bis zu 5-mal pro Besteller zugreifen. Sie wissen das, es sei denn, wir sagen Ihnen etwas anderes. Heute hat Ralf mal ganz ordentlich in die Überraschungskiste reingegriffen. Da sind ein paar sehr, sehr schöne Sachen mit dabei. Und deswegen fackeln wir nicht lange, wir gehen direkt hart rein. Es schlägt wieder 15. Schon einen kleinen Vorausblick hier. Wir haben heute 2-mal Spielzeug in der Sendung. Ich weiß. Das habe ich mir nicht nehmen lassen, aber wir beginnen mit Musik und einem der wirklich besten Bluetooth-Kopfhörer, die ich jemals gesehen habe. Sieht richtig unscheinbar aus, ist aber zusammenfaltbar. Guck mal, der braucht nicht viel Platz. Dann bleibt ja kaum was übrig. Und jetzt mit Bluetooth 5.3, also der modernsten Version, mit allen Bluetooth-Geräten zu verbinden. Was ich hier herausragend finde, ist, wir haben eine kostenlose App dabei. Dann kann ich mit meinem Handy ganz einfach einen Equalizer einstellen auf meinen Musikgeschmack beziehungsweise auf das, was ich gerade höre. Musik, Podcast, da bräuchte ich unter Umständen eine andere Equalizer-Einstellung. Und Akkulaufzeit bei Kopfhörern ist normalerweise ein Problem. Ja. Hier haben wir 50 Stunden Akkulaufzeit. Hast du gerade 50 Stunden gesagt? 50 Stunden, boah, ja. Und wenn jetzt der Akku trotzdem mal leer ist, hat er eine Schnellladefunktion. Innerhalb von 10 Minuten lädt der so viel wieder auf, dass du wieder 5 Stunden Musik hören kannst. Nach 10 Minuten. Wer Akkutechnologie kennt, weiß, was das für eine Ausnahmesituation ist. Also ich muss ehrlich sagen, der ist auch leicht und bequem. Hat diese Passive Noise Cancelling, also diese praktisch um die Ohren herum, diese Schutzhülle, sodass man ungestört seine Lieblingsmusik hören kann. Und er ist leicht bequem, an jeden Kopf anpassbar, weil größenverstellbar. Also ich muss ehrlich sagen, für 15 Euro muss man lange suchen, bis man irgendwas Besseres findet auf dem Absolut. Markt. Ich sehe das im Fitnessstudio immer. Da sind viele Jungs, die haben also ganz gerne mal diese Art von Kopfhörer drauf. Ich persönlich mag sie ehrlich gesagt aber auch zu Hause mal ganz gerne. Man ist so ein bisschen so in seiner eigenen Welt. Man kann sehr gut abschalten, finde ich. Also mit Ohrsteckern hast du oftmals noch viele Umgebungsgeräusche Richtig, drauf. Richtig, ja. Hier kannst du sagen, Musik an, Welt aus. Kannst du dir auch natürlich, wenn der Fernseher zum Beispiel Bluetooth-fähig ist, auch mit dem Fernseher gerne per Bluetooth, dann kannst du auch mal die richtige Lautstärke machen, wenn mal so ein Actionfilm ist, ohne dass jemand schimpft in der Nachbarschaft oder aus der Familie. Also auch das ein Riesenvorteil. Sie sehen, der ist leicht, der ist kaum spürbar und schön ist natürlich auch noch diese Faltbarkeit. Damit ist er unglaublich mobil, einfach zu transportieren. Und nochmal, die Akkus, für mich unglaublich. 50 Stunden und zusätzlich noch innerhalb von 10 Minuten für 5 Stunden Musikgenuss wieder aufgeladen. Also wirklich, das ist das Nonplusultra für 15 Euro. Heißt schnell sein, weil wir haben ja immer nur ein Sonderkontingent zu diesem sensationell günstigen Preis. Ja, und wir müssen auch einmal die Farbe ansprechen. Die Farbe finde ich hervorragend. Einfach schwarz, schlicht, das sieht doch einfach nur toll aus. Aber natürlich sprechen wir auch hier mal den regulären Preis an und wir sind hier bei knapp 25 Euro bei pearl.de. Aber Ihr TV-Sonderpreis liegt natürlich hier und heute in unserer 15-15-Show. Bei nur 15 Euro dürfen Sie gerne bis zu 5-mal bestellen und seien Sie wirklich unbedingt schnell. Denn ich bin mir auch sicher, dass die Nachfrage sehr groß sein wird, weil so gute Kopfhörer für diesen Preis, es ist wirklich fantastisch. Allein auch noch mit der Farbe, die hat mich auch schon überzeugt. Die Bestellnummer ist die ZX3481 und die 569. Ja, und bald kann man mal wieder draußen Picknick machen und da haben wir jetzt auch was für Sie. Richtig cool. Es schlägt nochmal 15. Ja, und ich freue mich auf den Frühling und der wird auch bald da sein und dann mal picknicken. Aber dann nehmen Sie unbedingt diesen Spezial-Picknick-Rucksack mit. Jetzt werden Sie sagen, was ist Spezial-Picknick? Ganz einfach, hier ist ein riesengroßes Kühlfach drin. Da kann man jetzt also wunderschön gekühlte Sachen reinmachen, ein Piccolo oder ähnliches. Aber das Wichtige ist natürlich, und Diana hat sich nicht nehmen lassen, ich möchte es Ihnen im Kompletten mal zeigen, hier ein komplettes Picknickgeschirr. Schauen Sie hier her.
zwei Gläser, alles Besteck, das man braucht, Servietten, Teller, Salzstreuer, Pfefferstreuer. Also ich glaube, meine Herren, wenn Sie mal irgendwo Eindruck schinden wollen, das hier ist der richtige Rucksack dazu. Jetzt stell dir mal vor, Monika, du wirst eingeladen, komm, wir gehen mal ein bisschen wandern und dann kommt deine Begleitung, jetzt picknicken wir und dann packt er sowas aus. Hier, so wie Diana jetzt, macht einen Festtisch irgendwo im Wald oder auf der Weide. Hast du Wein genommen? Also ich finde sowas genial, ich auch dabei. Ja. Sogar ein Flaschenöffner, nur für dich, Diana. Ah, schau hier, so. Salz und Pfefferstreuer auch noch dabei. Ja. Das ist ja auch cool hier. Also alles mit dabei, du siehst, alles Besteck, was man braucht. Ja. Und der Piccolo wird gerade gefragt, wo der ist. Der ist bei uns noch im Kühlschrank. Vielleicht nach Feierabend gibt es den dann. Finger weg vom Alkohol. Und so kann es dann aussehen. Ich finde, das sieht sehr gut Brüderschaft. Aus. Da gibt es aber noch ein Küsschen nach der Brüderschaft. Ja. Mhm. Guck mal, aber das Ente ist doch, gekocht für dich. Aber das mit ist Kartoffeln. Doch Ente mit Kartoffeln? Ja. Moment, ja, warte. So, Augenblick. Ah, so. Ente mit Kartoffeln. Okay, gut. Aber das ist doch mal, ein stilvolles Picknick jetzt hier, oder nicht? Ja. Wir haben keine Pappteller oder irgendwelche komischen Becher oder sowas alles. Super. Das sind stilvolle Gläser, da ist Besteck dabei, vernünftige Teller, Serviette, alles da, was man braucht. Und das ist jetzt natürlich beim ersten Mal eine Riesenüberraschung. Wenn Sie Ihrer Frau gar nichts davon sagen, den bestellen und dann mal sagen, komm, wir machen mal ein Picknick und den dann auspacken, werden die Augen immer größer, das ist klar. Und dann könnte es sogar zu einer Art Tradition werden, dass man das eben einmal im Monat macht. Oh, ja. Auch das wäre natürlich problemlos möglich. Ich glaube, für ein Picknick ist man nie zu jung und nie zu alt, oder? Nee, da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist einfach mal was richtig Schönes, draußen in der Natur zu sein. Man sucht sich einfach ein schönes Plätzchen und dann einfach mal was Tolles essen, was Tolles trinken. Das sieht schon richtig gut aus bei euch. Das ist allein schon klasse, wenn du mal irgendwo auf einer Urlaubsfahrt mal irgendwo Rast machst. Ja? Da sind auch häufig diese Bänke, aber dann hast du dann da wie so ein eingewickeltes Sandwich oder sowas alles. Ja. Das ist doch jetzt mal richtig stilvoll. Was meinst du, wie dann die anderen schauen, wenn du plötzlich hier mit Teller und mit Salzstreuer, Pfefferstreuer, mit Gläschen und allem rauskommst? Diana, du hast hervorragend gekocht. Lecker, lecker. Doch. Die Ente ist schön zart. Der Rotkohl so ein bisschen säuerlich, großartig. Ja, aber ein bisschen salzig, ne? Bisschen salzig? Mhm. Bist du verliebt? Bist du verliebt? Ja, Diana ist verliebt. Okay. Warte auch noch auf das Küsschen. Mhm. Ja, wir haben ja nicht Bruderschaft getrunken. Wir sind ja schon sowas wie Geschwister. Schaut mal, was der auf Köln regulär schon günstig kostet. Ja, hier sehen wir knapp 32 Euro bei Pearl. Also um die Hälfte hier einfach mal reduziert für Sie. Das ist wirklich super. Carsten, da kann man einiges mit sparen, ne? Ich finde das großartig. Zum einen eine enorme Ersparnis und zum anderen euch jetzt hier mal eine richtig coole Ausstattung für ein Picknick der etwas anderen Art. Mhm. Wir haben es bei den Kollegen von Pearl.de mit knapp 32 Euro für Sie im Programm. Unser Preis liegt hier bei weniger als die Hälfte, nämlich bei gerade mal 15 Euro. Ein ordentlicher Picknickrucksack für zwei Personen. Alles drin, alles dran, was man für ein niveauvolles Picknick braucht. NC 7023 und die 569. Und ich weiß, dass Sie schon drauf lauern, weil Ralf es angekündigt hat. Ja. Zweimal Spielzeug, jetzt kommt das erste. Es schlägt wieder 15. Und jetzt hoffe ich, im Fernsehen kommt zu Ihnen die Faszination rüber, die ich erlebt habe. Das ist, also ich glaube, sowas kennen wir von früher in Groß. Ja. Da stand bei mir zum Beispiel in der Sportgaststätte und wir sind da rein. Und dann hat unser Taschengeld sehr, sehr gelitten. Das Ganze ist akkubetrieben, wird eingeschaltet. Und jetzt schauen Sie mal hier, haben Sie jetzt ein Display mit allem. Hier natürlich mit Joystick, mit den Verfügungstasten und auch mit dem Sound der 70er, 80er Jahre. Sie sehen das? Und jetzt könnte ich hier ganz einfach mal auf Start, auf Spiel gehen und mir ein Spiel aussuchen. Und Sie sehen, und ich hoffe, man hört auch den Sound. Und das sind wirklich alle Spiele, die so an die 80er, 90er Jahre angelehnt sind, an unsere Jugend. 200 Spiele sind hier drin. 200 Spiele? Ja, und Diana zockt schon los, obwohl sie zur jüngeren Generation gehört. Aber sie kennt die natürlich auch mittlerweile. Und es macht unglaublich viel Spaß, Diana, oder? Ja, das macht Spaß. Und ich glaube, dass es wirklich sehr, sehr viele spiele ich hier drin und ehrlich zu sein, ich habe das neue Kino gesehen, solche Automaten, das war diese große Automaten, natürlich jetzt, das gibt es nicht mehr, aber macht Spaß, ich glaube auch für Jung, für Alt
Und das ist nicht so einfach, muss ich euch sagen. Ne? Ich glaube, ich hole gerade einen neuen Rekord. Was ist da los? Du spielst ein Autorennen, Diana. Was machst du, Ralf? Du machst das mit dem Flieger. Ja, ich mache das mit dem Düsenjäger. Und ja, das ist der Wahnsinn. Ich habe gerade eine Zusatzwaffe bekommen. Kennst du das noch von früher? Oh, man sollte nicht zocken und reden gleichzeitig. Macht aber nichts. Zusatzwaffen und Ähnliches. Aber da gibt es natürlich auch Autorennen. Da gibt es Geschicklichkeit, Spiele, Puzzle, Jump and Run. Ja. All das. Und dann Akkubetrieb. Das finde ich auch wichtig. Also null Zusatzkosten, wenn der Akku mal zur Neige geht. Einfach das Ladekabel ist dabei, einfach wieder ans USB-Netzteil hängen und dann ist er wieder voll. Und dann ist der Spielespaß garantiert. Stark. Richtig super. 200 Spiele für 15 Euro. Also das ist wirklich klasse. Allein hier schon, wie das aussieht, so vom Optischen, wie eben früher diese Retro-Spiele-Konsolen. Können Sie sich jetzt direkt nach Hause bestellen für nur 15 Euro, vielleicht auch gleich mehrfach zugreifen, wenn Sie vielleicht auch Enkelkinder haben. Das ist natürlich auch eine super Sache. Aber wie gesagt, lieber jedem einschenken, sonst gibt es Streit. Die Bestellnummer ist die NC7459 und die 569. Aber ich glaube, es ist wirklich egal, wie alt man ist. Man findet da auf jeden Fall sein Spiel, weil ich bin immer noch sehr beeindruckt, wie vielfältig diese Spielauswahl ist und eben 200 Spiele für 15 Euro. Auch noch mit diesem Sound. Also das hast du wirklich hervorragend rausgesucht. Ich bin sehr begeistert. Aber machen wir natürlich auch schon direkt weiter mit dem nächsten Highlight für Sie. Es schlägt nochmal 15. Ja, und hier auch nicht ganz ohne Eigennutz. Wir haben hier einen Preisalarm, möchte ich noch sagen. Bitte einmal pro Besteller zugreifen, aber trotzdem bekommen Sie zwei, weil das möchte ich gleich vorneweg sagen. Es ist ein Zweier-Set. Und zwar Beleuchtung der besonderen Art. Ich wohne in einem Haus, das wurde 1946 zum ersten Mal gebaut. Zum ersten Mal sage ich, weil das dreimal erweitert wurde. Ja. Aber da können Sie sich vorstellen, wie Elektrik, wie Ausleuchtung und alles aussieht. Ja. Mein Kellerabgang ist sehr, sehr dunkel. Allerdings. Und da wäre so etwas natürlich praktisch. Schauen Sie mal, eine Steckdose, da wird das reingesteckt. Und diese Lampe hat hier vorne einen Bewegungssensor. Und sobald jetzt jemand in die Nähe kommt, geht ganz einfach das Licht an. Ja, ich mache es jetzt manuell, ganz einfach, aber das kann man so einstellen. So, wenn du wieder weg bist, ist es weg. Es sei denn, du brauchst das Licht, dann nimmst du die Lampe nämlich raus. Und jetzt hast du die Möglichkeit als Arbeitsleuchte oder einmal umstellen als Taschenlampe. Wenn du wieder zurückkommst, wieder im Hellen bist, dann stellst du es hier wieder rein und dann wird es automatisch wieder geladen. Ja, und das ist eine Induktionsladung, also du musst keinen Stecker stecken, nichts, einfach hier rein. Und hier haben wir noch eine Zusatzfunktion. Sollte mal der Netzstrom ausfallen, was ja immer mal möglich ist, geht automatisch dieses Licht an. Das heißt, du hast eine Notbeleuchtung. Du musst nicht suchen, wo ist meine Taschenlampe, die leuchtet von ganz allein. Und das finde ich genial. Also dunkle Ecken super werden hier ausgemerzt, weil beleuchtet wird. Man hat eine Taschenlampe, sobald man sie braucht, oder Arbeitslicht. Und man hat im Notfall bei Stromausfall sofort die Beleuchtung sichtbar vor Augen. Braucht nur noch zugreifen. Ich finde das großartig. Allein mit dem Arbeitslicht. Wie oft hat man schon mal die Situation, oder wie oft kennt man schon die Situation, dass man irgendwo ein bisschen rumbrasselt, gerade so im Keller oder im Dachbodenbereich oder selbst im Kleiderschrank im hinteren Teil oder was. Da kommt natürlich kaum noch Licht hin. Sie stehen vielleicht dann selber also vor der Deckenbeleuchtung mit dem eigenen Körper und bieten sich da selber den entsprechenden Schatten. Da haben Sie ein vernünftiges Arbeitslicht. Eine Taschenlampe kann man zu Hause immer mal gebrauchen. Und gerade bei einem Stromausfall, das passiert ja in den seltensten Fällen, wenn man es gebrauchen kann, gerade im Dunkeln ist es natürlich ätzend, dann stolperst du erstmal durch die eigene Wohnung, da geht das Licht dann automatisch an. Leicht, klein und sehr, sehr schick, finde ich. Gerade jetzt hier auch mal so im Eingangsbereich, im Kellerabgang zum Beispiel. Eine super Idee. Du und auch nicht nur im Altbau. Also ich spreche jetzt bei mir von einem Altbau, sondern auch, das könntest du im Flur an der Sockelleiste, dort, wo die Steckdosen ist, einstecken. Ja. Dann möchtest du auch nachts, wenn du mal unterwegs bist, niemals das Licht anschalten. Weil sobald du in die Nähe des Bewegungssensors kommst, geht hier das Arbeitslicht an. Das heißt, du hast genügend Beleuchtung, um nicht ohne geblendet zu werden und du musst das große Licht eben nicht anmachen. Ja. Also wie gesagt, eine unglaublich beliebte Produktkategorie aktuell, gerade diese Nachtlichter. Hier finde ich natürlich großartig, dass du es einfach nur rausnimmst per Induktionsladung, kein Porkeln mit irgendeinem Stecker oder sowas alles. Hast auch noch eine zuverlässige Taschenlampe und eben dann jetzt hier das Ganze also auch noch an die Steckdose dran. Einfacher kann es dann wirklich nicht mehr sein. Also ein sehr, sehr schönes Teil, wie ich persönlich finde. Zwei Stück davon. Im Preisalarm bitte nur einmal zu.
zugreifen. Da haben wir es bei den Kollegen von Pearl.de natürlich in einem anderen Preisgefüge. Da sind wir bei fast 30 Euro. Unser Preis ist um fast die Hälfte reduziert auf gerade mal 15 Euro herunter. Und damit müssen Sie eben nicht entscheiden, ob jetzt hier oder dort oder vielleicht dann doch woanders. Zwei Stück bekommen Sie bei uns für 15 Euro. Wenn man so möchte, bekommen Sie jetzt aktuell die zweite Lampe gratis. Dazu NX1459 und die 569. Sie denken bitte dran, dass der Preis für unsere Schnäppchen immer im Laufe dieser Sendung gilt und bis maximal zwei Stunden danach, vorausgesetzt der Vorrat reicht so lange. Beim Preisalarm ist das häufig nicht der Fall. Deswegen bitte nicht allzu viel Zeit verstreichen lassen. Und jetzt kommen wir zum Rundum-Sorglos-Paket für den Heim- und Handwerker. Es schlägt wieder 15. Ja, hier kann man sagen, perfekte Grundausstattung für jemanden, der eine Bohrmaschine oder einen Akkuschrauber hat. Ja, du darfst es ruhig mal aufmachen und reinschauen, wenn du möchtest. 109-teilig Bohrer und Bits für alle Materialien, egal ob das Kunststoff, ob das Metall, ob das Beton oder Stein ist oder auch Holz. Wir sehen aber genauso, wenn wir da jetzt mal hinschauen, diese ganzen Bits, Kurzbits und Langbits, sogar mit einer Ratsche, dass man die sogar von Hand drehen könnte. Und das sind auch alle gängigen, also auch heutzutage hat mal eben nicht nur noch Schlitz und Kreuzschlitz, sondern das sind auch mal Torx, Innensechskant und dabei. Und wir haben auch noch was ganz Besonderes, was du ganz selten bei Bitsets bekommst, nämlich für die Schlossschrauben, für die Schraubenmuttern, ebenfalls Bit-Aufsätze. Ja, gerade bei Fahrradreparatur oder wenn man außen mal die Schaukel von den Kindern, die Schrauben wieder nachzieht. Ja, ja, da brauchst du sowas. Also das ist eine Grundausstattung. Dann sehen wir hier unten noch was ganz Wichtiges, dieses goldfarbene. Das ist nicht gemacht, weil es niedlich aussieht, das ist ein positiver Nebeneffekt, sondern das sind natürlich die Metallbohrer, die sind titanverstärkt bzw. legiert. Und das heißt, die halten auch eine höhere Hitzeentwicklung, die bei Metallbohren hohe Standzeiten. Ohne Probleme sein kann, halten die aus und bleiben dann scharf. Also 109 Teile inklusive Koffer, Abstandshalter, Senkfräser, Ratsche, all das ist auch noch dabei. Für 15 Euro ist also wirklich mal wieder ein Spezialangebot. Ja, das ist wirklich richtig klasse. Gerade auch, wenn man vielleicht am Umziehen ist. Das hatte ich jetzt erst in meiner Vergangenheit. Da braucht man auch immer einiges an Werkzeug. Mhm. Aber ich glaube, auch so ist es immer mal toll, wenn man alles parat hat. Und jetzt für nur 15 Euro. Also ich bin von dem Preis auch hier wieder wirklich überwältigt. Weil sonst ist das viel, viel teurer. Und da muss man auch im Baumarkt rennen. Und dann ist es da auch wieder voll. Das können Sie wirklich sich hier einfacher machen. Einfach direkt bestellen. Dann haben Sie alles parat, alles schön sortiert. Ich finde auch den Koffer toll. Sieht einfach da fällt nichts durcheinander. Ja, wenn du was brauchst, du brauchst jetzt mal ein 6er Holz oder ein 8er Steinbohrer oder was, ja, dann weißt du ganz genau, aha, da ist er. Steht entsprechend drauf. Das heißt, man kann das auch super sortieren. Das wissen die Profis immer zu schätzen. Und auch die Laien zu Hause, die zwischendurch mal was bohren oder was schrauben wollen, haben immer alles schön griffbereit an einem dem richtigen Platz. Sehr gut gemacht. Ja, so muss das. Also am besten direkt zugreifen. Hier mit der Bestellnummer der NX4783 und der 569 unser Bohrer und Bitset hier mit 109 Teilen. Das ist wirklich fantastisch. Ja, aber jetzt kommen wir mal zu was richtig schön gemütlich, ein bisschen Deko auch. Liebe ich auf jeden Fall persönlich sehr. Es schlägt nochmal 15. Ja, das ist eine Kleinigkeit, mit der man sicher mal die Frau überraschen kann, weil es so wunderschön ist. Guckt euch das mal an. Es ist jeweils, also ich habe hier zwei Dreiersets auf dem Tablett. Es ist einmal transparent, aber du siehst das in drei verschiedenen Größen mit diesem Glas, mit diesem Acrylglas außenrum. Und das sind wirklich echt täuschend, echt aussehende Kerzen. Bitte den Unterschied beachten. Einmal transparent, einmal leicht grau. Ich stell das mal anders auf. Aber wichtig ist, wir haben hier eine unglaubliche Atmosphäre, die hier geschaffen wird. Wir können das als Volllicht machen, wir können es leicht dimmen, wir können es aber auch flackern lassen. Ja, und das sieht einfach genial aus. Ich habe es jetzt mal auf Flackerlicht gemacht. Und jetzt wüsste ich nicht, welche besser aussehen. Die komplett transparenten links von mir, also von Ihnen aus gesehen rechts, oder die dunklen, die grau gefärbten Acrylgläser. Oh. Ich glaube, sieht beides toll aus. Timer-Funktion, ja, man kann es also auf 2, 4, 6, 8 Stunden einstellen. Und schauen Sie sich das mal an. Das ist wunderschön. Monika, was sagst du? Mir gefällt das richtig gut. Ich habe auch so Kerzen in
in so einem Glas zu Hause, aber ich habe viel, viel mehr dafür bezahlt. Ich bin echt begeistert jetzt von nur 15 Euro. Ich persönlich finde diese Transparenten noch ein klein bisschen besser passender in meine Wohnung, aber das müssen Sie natürlich entscheiden, wie es am besten zu Ihnen passt. Vielleicht auch hier einfach mischen. Ja, schön. Natürlich beide bestellen. Ja. Dürfen Sie gerne nacheinander. Überhaupt kein Problem. Aber schön ist auch die Fernbedienung. Guck mal, ich mache die jetzt einfach mal aus und wieder an. Ja, mit Fernbedienung. Ich mache es auf Festlicht. Also fix oder auf Candle, ja, sodass es dann flackert. Also das sieht einfach toll aus. Mhm. Und schau mal, wenn ich jetzt auf Candle mache, seht ihr, es ist wirklich so, aus einem halben Meter Entfernung sieht es aus, als würden echte Kerzen brennen. Ist auch nicht ganz unrichtig, weil da ist Echtwachs drin. Ja. Nur natürlich, das Licht ist keine Flamme, sondern es ist täuschend echt mit LED-Technologie. Ich finde beide schön. Mir persönlich, aber das ist wieder sehr subjektiv, gefallen jetzt die etwas getönten, also die grauen besser. Aber kommt auf die Einrichtung an und auf den Geschmack. Carsten, was gefällt dir besser? Ich bin ein Riesenfan davon, die einfach zu mischen. Weiß und Grau zusammen, wenn du da jetzt mal so ein richtiges Kerzenmeer irgendwo auf dem Sideboard stehen hast, im Schlafzimmer zum Beispiel. Ein schönes, zum Beispiel. Ja, ganz genau. Ganz genau, ja. Jetzt haben wir einen riesen Ein schönes Holzbrettchen drunter oder irgendwas Dekoratives. Wir haben doch so viele Feiertage jetzt auch schon wieder im März. Ostern, Pfingsten kommt. Im Mai sind so viele Feiertage. Da hat man vielleicht da ganz einfach mal hier die Familie zu Gast. Und wenn man da einfach mal unkompliziert ein paar Kerzen anmachen kann, ist das doch was ganz Besonderes. Ich sag mal, viele dieser LED-Echtwachskerzen haben jetzt diesen Acrylrand gar nicht drumherum. Die sind meistens so, dass du nochmal separat ein Windlicht ergänzen musst. Hier, das kannst du auspacken, einschalten, hinstellen. Perfekt. Ja, es sieht sofort so aus. Ja, ja. Unglaublich schön. Also auch mein Tipp, wenn Sie sich nicht entscheiden können, bei 15 Euro kann man beides jetzt bestellen. Absolut. Und wie das ruckzuck wirklich faszinierend aussieht, ohne große Aktion, das haben wir hier im Studio gesehen. Ja. Richtig romantisch, oder? Jetzt kommt die Romantik wieder durch. Ja. Wollt ihr zwei nochmal Brüderschaft trinken? Jetzt nochmal das Picknick-Set, oder? Okay. Dann, wo ist denn der Geigenspieler? Der Geigenspieler, bitte. Also, zwei Stück haben wir, zwei Sets, um genauer zu sein. Jeweils drei Stück. Und zwar einmal in der Farbgebung transparent oder auch weiß transparent für 15 Euro. Die ZX 6242 und die 569, wenn grau Ihre Farbe sein sollte, wir sehen es hier gerade nochmal eingeblendet, dann ebenfalls für 15 Euro das Dreier-Set mit der ZX 6243 und die 569. Ich möchte jetzt nicht in Ihre Haut stecken, aber Ralf hat völlig recht. Die sind beide für 15 Euro mehr als erschwinglich. Ja. Und ich glaube, der eine oder andere wird dann auch gerne ein zweites Mal zugreifen. Bis zu 5 Mal pro Set dürfen Sie das ja gerne tun. Und jetzt schlägt es natürlich wieder erneut 15 hier in unserer Show. So, jetzt haben wir ein Köfferchen zum Glück, so möchte ich das nennen. Ich möchte einfach mal persönliche Erfahrung. Ich habe jahrelang eine Schublade gehabt, in der war alle möglichen Krimskrams, unter anderem auch immer meine Ersatzbatterien. Und mir ist so oft passiert, dass ich genau die Batterie, die ich gebraucht habe, nicht mehr hatte, obwohl ich mir sicher war, ich habe sie noch, weil ich ganz einfach den Überblick verloren habe. Und jetzt habe ich mir einen Organizer geholt. Und dieser Koffer ist genau sowas. Machst du ihn mal auf, bitte? Da sehen wir das. Hier passen nämlich 148 Batterien rein. Und zwar die gängigsten, die wir haben. Wir sehen überall so Aussparungen, diesen Pass genau auf AAA, auf AA, auf 9-Volt-Blöcke, auf Typ C, Typ D. Also alles, was so gängig ist in Haushalten. Und hier hast du einen Überblick. Was habe ich noch an Batterien? Was muss ich neu kaufen? Und vor allem, welche Batterien muss ich denn entsorgen, weil sie wirklich komplett leer sind? Und das sehen wir jetzt auf der rechten Seite. Wenn du das mal rausnimmst, Diana, das ist nämlich ein Batterietester. Mit dem kann man jetzt einfach auch mal die Batterien testen. Und zwar alle Arten von Batterien, ob das 9-Volt-Blöcke sind, Typ C, Typ D oder die Doppel-A, die Triple-A, die 9, also alles. Ja, und somit passiert das eben nicht mehr. Wenn man so einen Organizer hat, weiß man, oh, ich habe die letzten beiden Doppel-A-Batterien gerade entnommen. Ja. Ich muss unbedingt nachkaufen und dann nicht, wenn man sie schon braucht, merken, ui, das waren ja beim letzten Mal die letzten. Das passiert nämlich so vielen Leuten, da bin ich ja kein Einzelfall. Ist dir das auch schon mal passiert, Monika? Ja, schon sehr oft. Ich dachte auch immer, ich habe dann genau die Größe noch und nee, das waren leider die anderen knapp daneben. Aber so geht es Ihnen bestimmt auch und so haben Sie einfach mal alles parat, alles geordnet. Sie können die Batterien auch noch testen, finde ich auch super, weil manchmal
hat man ja noch eine Batterie, die ist noch halb voll und das reicht dann locker mal für eine Fernbedienung noch aus, weil man die ja nicht immer benutzt. Also finde ich super, man hat auch oben noch eine Tasche, vielleicht noch für Ladekabel oder Ähnlichem. Mhm. Und das für nur 15 Euro ist wirklich super. 148 Batterien finden hier Platz, also das ist wirklich mal eine Menge. Und alle schön wieder geordnet und sortiert, wie eben hier bei unserem Bora und Bitset, das mag ich ja besonders gerne. Die Bestellnummer ist die ZX8476 und die 569 für unsere Aufbewahrungstasche für 148 Batterien mit dem praktischen Batterietester. Vielleicht auch hier gleich mehrfach zugreifen und auch mal verschenken, ist ja auch eine gute Sache. Weil ich glaube, jeder kennt einfach das Problem mit den Batterien. Ja, aber einmal haben wir noch Spielzeug für Sie. Das wollen wir natürlich nicht vorenthalten. Schauen wir doch mal direkt. Es schlägt das letzte Mal 15. Kleiner Tipp unter uns Männern, geben Sie die Fernbedienung nicht Ihrer Frau, Sie werden sie nicht mehr zurückbekommen. Würdest du bitte das zweite Auto Carsten geben? Jana, bitte. Das ist ein Männerspielzeug. Sehen Sie, das meine ich. Bekommen Sie nicht. Gleich. Ich hatte niemals eine halbwegs realistische Chance auf dieses Auto. Aber wundert Auto mich auch nicht. Das ist so ein Lendmonster, also wirklich ein absolutes Monster. Eingeschaltet, Fernbedienung ist auch dabei. Die muss ich auch noch einschalten. Und jetzt können wir eben Gas geben. Ja? Und zwar richtig toll. Hallo? Ja, guck mal, die will mich schon umfahren, ich merke schon. Also die sind praktisch unzerstörbar. Das kann man hier sagen. Hier lenkt man am Lenkrad. Wer fährt mir da gegen das Bein? Nein, Monika, nein, du bekommst die Fernbedienung. Monika, nein, lass mir jetzt mal die Fernbedienung. Nein, ich will sie aber haben. Nix, ich fahre jetzt. Ja. Ja, wo ist also der zweite? Ist der schon da unten? Komm, ich bin ja nicht so. Darf ihr fahrt aber beide gleichzeitig. Das fahren gleichzeitig. Verschiedene Frequenzen, das heißt, sie dürfen gerne auch zweifach kaufen. Ja, das Chassis ist übrigens nur aufgesetzt, wenn man da also auch mal einen Abflug macht oder gegen irgendwas fällt. Dann fliegt vielleicht mal das Chassis weg, das kann man wieder draufsetzen. Oh, Monika ist noch ein bisschen vorsichtig im Moment. So verhalten aber heute Morgen, was ist denn los? Wissen Sie jetzt, was ich gemeint habe mit der Fernbedienung? Schauen Sie mal, wer jetzt bei dem Männerspielzeug die Fernbedienung in der Hand hat. Die Damen. Diana fährt wieder mit dem Land Rover, wie sie normal Auto fährt. Ohne Rücksicht auf Verlust. Ne? Monika ist noch sehr gesittet. Ich bin sehr stolz auf dich, Monika. Oi, jetzt gibt sie Gas. 15 Kilometer schnell. Das war ich heute Morgen. 15 Kilometer schnell ist sie hier. Du bist heute Morgen auch schon gefahren? Ja. Du bist ein richtiges Spielkind, oder? Ja. Also Sie sehen, übrigens, noch kurz, ganz, ganz kurz, in wenigen Wochen ist Ostern für 15 Euro ein so fantastisches Ostergeschenk. Was machst du jetzt, Diana? Entschuldigung. Also, genial, es macht Spaß ohne Ende. Wirkt das auch mit meinem Schuh? Nee, komm. Ja. Oh ja, da. Unser Kameramann wird auch gerade umgefahren. Gleich, wenn du so so, und jetzt gib mal, pass mal auf, Monika, jetzt mach mal einen Gefallen. Gib mal Vollgas, ohne Rücksicht auf Verluste. Voll über die Rampe, mal schauen, ob das die Kamera einfahren kann. Wuff. Siehst du, jetzt liegst du zwar auf dem Rücken, macht aber nichts, der fährt weiter. Einmal umdrehen und weiterfahren. Ja, jetzt ist er ein bisschen wie eine Schildkröte, so ein bisschen hoffnungslos. Aber macht dem nichts. Der ist... Diana rettet dich hier. Nicht unzerstörbar, aber es geht wirklich lang, bis dem was passiert. Und richtig Spaß, die zwei machen wirklich Boxauto hier, richtig Spaß macht es draußen im Garten, wenn man auch über Stock und Stein fahren kann. Aber Sie brauchen auch keine Angst zu haben um die Möbel, das sind Vollgummireifen und das ist ein bisschen leichter Kunststoff, da passiert nichts. Ja? Es macht einfach nur Spaß, batteriebetrieben, ja, dann ist gut, wenn Sie den Organizer von vorne gleich mal hätten, wenn Sie wissen, damit Sie wissen, wie viele Batterien Sie noch haben. Ja? Und guck mal. Hey, Monika liegt wieder auf dem Rücken. Mensch, Monika. Also es macht, Monika, macht Spaß, was ist denn da los? Ja, macht auf jeden Fall richtig Spaß. Allein auch die Fernbedienung, wie die gemacht ist, das ist wirklich super. Das Auto fährt auch richtig schnell. Das kann auch richtig was ab, haben Sie gerade schon gesehen. Ich bin hier von der Bühne gefahren. Super. Oh, liegt da jetzt beide auf dem Rücken. Zwei Schildkröten. Macht aber nichts, geht ja nicht kaputt. Ja, aber was ich großartig finde, ist, dass du hier mit zwei Autos gleichzeitig fahren kannst. Wie genial ist das denn bitte, wenn es jetzt mal in den Sommer geht und du einfach draußen im Garten mal eine ordentliche Rennpiste mal aufbaust. Parcours aufbauen und dann rennen. Ja, na klar, ja, sicher. Mal mit Rampe und so. Guck dir das an. Ich glaube, sie will dir helfen. Rahmen Sie mal richtig, dass sie wieder umdreht. Mal schauen, wenn du das schaffst. Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Achtung, jetzt.
Jana, ich bin da. Ganz gespannt. Ja, sie ist noch ein bisschen orientierungslos. Ja, wie im echten Leben. Okay, die Zeit, die nutzen wir einfach, um sie hier nochmal mit Artikelnummer und Preis zu vermögen. Ich bitte sie 15 ich bin Euro. Da. Für so ein cooles, ferngesteuertes Auto ist doch kein Preis. Das nimmt man doch mit. Und logischerweise, wenn Sie gerne mal mit zwei Autos fahren möchten, auch gerne mal ein zweites, kann man sich doch bei dem Preis ohne weiteres mal gönnen, oder? NX 93,59 und die 569. Und wir wünschen viel Spaß im weiteren Programm hier bei Pearl.